Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Deep Space Nine The Fallen. Ich sollte vielleicht mal meine Stoppuhr starten, weil das jetzt leider relevant ist. Wegen der Zeit. Okay, das hat funktioniert. So. Irgendwo hier. Ach, da. Aha, aha. Wie gehen wir hier geradeaus weiter? Da ist auch irgendwas. Ah, ja. Hm. Okay. Wir sehen uns mal hier um. Okay, hier bin ich, glaube ich, nicht richtig. Durchstreife das Gebiet weiter. Ja, ja. Ist gut. Durchstreif du mal. Hier ist ein Sperrgebiet. Das war mein Fehler. Hm. Gucken wir uns mal hier um. Auch nicht richtig. Verdammt, hier verläuft man sich auch so einfach, ne? Ich weiß, wo das biophysische Labor ist. Hier rum vielleicht? Da waren wir. Ach so, er meinte im Sperrgebiet, ne? Egal, gehen wir mal hier durch. Durchstreife das Gebiet weiter. Hallo. Sie müssen Alira Real sein. Willkommen in unserer Einrichtung. Okay, gleich mal probieren. Freut mich, Sie kennenzulernen. Bitte folgen Sie mir zum Computerkern. Okay, ich hoffe, das funktioniert jetzt, weil ich von der Alten den Zugang bekomme. Lassen Sie die Waffe fallen! Scheint funktioniert zu haben. Hallo? Oh gut, ey, der hat es nicht bemerkt. Super! Da habe ich ja Glück gehabt. Wäre ich nur einen Ticken weiter dran gewesen. Puh. Das, sofort speichern. Sofort speichern, sofort speichern, sofort speichern. Gefährlich, gefährlich. So, jetzt haben wir den. Okay. Dann probieren wir es jetzt mal. Hier rum. Ich glaube, hier kommen wir mit dem Zugang rein. Nee. Wir haben nur Militär, Zweierwissenschaftszugang. Naja, möchte ich gerne. Hallo, Cardassiana. Militärzugang 3. Militärzugang 3. Level 2 Zugang. Da müssten wir jetzt also reinkommen. Okay, gucken wir mal hin. Nein, ich brauche eine Militärkarte. Okay. Sie sind nicht autorisiert, hier zu sein. Ja, ist gut. Soll mir recht sein, dann bin ich halt nicht autorisiert. Da steht er immer noch für blöd rum und guckt. Okay, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Das ist ja scheiße. Was ist denn da oben drin? Das Experiment wird im biophysischen Labor durchgeführt. Schleusen sind bis auf Weiteres aktiviert. Melden Sie sich auf der Stelle bei Ihrem Supervisor. Level 2 Militärzugang benötigt. Wo kriege ich denn diese scheiße Level 3 Militärkarte her?
Das Experiment wird im biophysischen Labor durchgeführt. Schleusen sind auf weiteres aktiviert. Ach, warte mal, vielleicht könnte ich ja nochmal bei diesem anderen Mongo da vorbeigucken. Ne, hier nicht. Da nicht. Wo war denn der Hampelmann, Mensch? Ach Gott, wo saß denn der noch? Hier. Sie sehen so verloren aus. Nur Personal vom Level 2 oder höher kann das Kommandozentrum betreten. Sie benötigen die Erlaubnis von Ihrem Supervisor. Gehen Sie zum Administrationszirkel auf der anderen Seite des Komplexes. So, ich habe eine Level 2 Karte, danke. Okay, speichern. Wichtig. Das Experiment wird... Denn hier... Sie sind nicht autorisiert, sich hier aufzuhalten. Das war mein Fehler. Okay, wo ist jetzt die Sicherheitskonsole, ist die Frage. Das Gebiet weiter. Ist das hier oben die Sicherheitskonsole oder ist das hier die Sicherheitskonsole? Ich stelle mich mal hier hin. Und jetzt hoffe ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Und dass hier wirklich die Sicherheitskonsole ist. Das Experiment. Lassen Sie die Waffe fallen. Lassen Sie die... Jetzt die Waffe weg. Und weg mit der Waffe. Okay, es hat funktioniert. Sofort speichern. Hat der irgendwas gehabt? Hat der irgendwas gehabt? Halt, ne, gehst du wohl da runter. Level 3 Wissenschaftspass. Das ist doch schon mal schick. Jetzt haben wir den auch. Okay. Speichern. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen oder bin ich hier nur rein, um den Pass zu holen? Ich bin hier wohl nur reingegangen, um den Pass zu holen. Nicht weiter schlimm. Ich würde aber gerne noch diese blöde Kiste hier zerstören. Kann ich so nicht. Gut, dann lassen wir das halt. Da ist auch nichts Interessantes mehr drin. Sehr schön. Jetzt haben wir das auch. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir diese Dreierkarte. Hallöchen. Na, Leute. Das Experiment wird im biophysischen Labor durchgeführt. Schleusen sind bis auf. Ja. Okay, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich mich richtig orientiere hier. Also, von wo bin ich jetzt eigentlich gekommen? Ich glaube, ich kam von der anderen Seite. So, ich komme hier runter. Da ist diese Glaswand gewesen mit dem obsidianischen Dingsbums gedonnte Teil. Was auch immer. Gucken wir mal eben. Wenn ich hier lang gehe. Hier lang gehe. Hier bin ich durchstreife das Gebiet weiter. Ja, ich durchstreife das Gebiet weiter. Hier unten? Bin ich hier richtig? Erstatten Sie auf der Stelle Ihrem Supervisor Bericht. Ja, das war mein Fehler. Mach ich gerne. Also hier bin ich nicht richtig. Wo war denn dieser blöde Aufzug? War der hier oben? Level 2 Militärzugang. Experiment wird im biophysischen Labor durchgeführt. Ja, ich müsste gerne wissen, wo dieses biophysische Labor ist. Das wäre ganz toll, wenn du mir das verrätst. Oder war das hinten bei dieser Wendeltreppe nach unten? Level 3 Wissenschaftspass. Ah, ich glaube, ich bin richtig.
Captain. Er muss zerstört werden. Tyrell! Er ist bösartig, Captain. Die reine Finsternis, Sie verstehen nicht. Lassen Sie mich ihn jetzt zerstören, bevor es zu spät ist. Abgesandter, danke, dass Sie mich zum letzten Drehkörper der Paargeister geführt haben. Ohne Sie und Ihre Crew hätte ich ihn nie gefunden. Entfernt den Drehkörper aus dem Eindämmungsstrahl und legt ihn in die Hülle. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was mir das bedeutet. Ich habe den Drehkörper vor Jahren gefunden. Auf Hierado bei der Ausgrabung eines alten Tempels. Von diesem Tag an haben die Paargeister durch den Drehkörper mit mir gesprochen und mir meine Instruktionen erteilt. Es ist mein Schicksal, alle drei Drehkörper der Paargeister zu vereinen und die Tür zu ihrem Himmelstempel zu öffnen. Dann wird ganz Bajor erkennen, dass die Paargeister von jeher die einzig wahren Propheten waren. Die Grigari waren leider ein notwendiges Übel. Ihre Methoden mögen etwas primitiv sein, aber sie werden mir sicher recht geben, dass sie wirksam sind. Sie werden den dritten Drehkörper niemals bekommen, Obernack. Dafür werde ich sorgen. Ganz im Gegenteil. Ein Bataillon von Grigari-Schocktruppen hat Deep Space Nine und den Drehkörper von SR3 bereits unter Kontrolle. Wenn ich zur Station zurückkehre, werde ich das Ritual Kost Kiral van Amoyan beginnen. Ich werde einen neuen Himmelstempel erschaffen. Sie meinen ein neues Wurmloch? Sie sind ja wahnsinnig. Nerys, ich weiß, das muss Ihnen schwerfallen. Wenn Sie aber die Macht der Paargeister spüren, werden Sie verstehen, dass ich nur das Beste für Bajor getan habe. Und Sie werden mir danken. Sie müssen den Drehkörper zerstören! Wir wissen aber nicht wie. Ich weiß es. Ich habe Jahre damit zugebracht, zu versuchen, seine Macht zu zügeln. Man kann ihn nicht kontrollieren, aber man kann ihn zerstören. Captain, wir haben Gesellschaft. Eine ganze Einheit von Cardassianern ist hierher unterwegs. Wir müssen schnell weg. Wie, Tyrell? Wie können wir die Drehkörper zerstören? Konjugierte Gravitonstrahlen. Modifizieren Sie die Phaser, um sie abzufeuern. Danke. Wir müssen Obernack aufhalten, bevor er das Wurmloch öffnet. Sisko an die Feind. Beamen Sie uns an Bord und nehmen Sie Kurs auf Deep Space Nine. Maximumgeschwindigkeit. Energie. Sisko an Odo. Bericht. Captain, Megari-Kapseln haben Teile von Pylon 2, der Andock- und Habitatringe und der Mittelkernsektion durchbrochen. Wir haben schwere Schäden erlitten. Taktische Systeme und Transporter sind deaktiviert. Sir, wenn die Grigari in die Computerkerne eindringen, könnten sämtliche Systeme außer Kontrolle geraten, inklusive der Lebenserhaltungssysteme. Ben, ich registriere eine Verteron-Kaskade im Innern von Tyrells Labor. Obernack versucht, das Wurmloch zu öffnen. Erfassen Sie die Drehkörper und beamen Sie sie an Bord. Ich kann sie nicht erfassen. Die Verteron-Kaskade stört das Transportersignal. Wir können nichts ins Labor oder aus ihm heraus beamen. Odo, bringen Sie die Zivilisten zu den Rettungsshuttles. Wenn wir Obernack und die Grigari nicht aufhalten können, bricht die Station auseinander. Verstanden, Captain. Okay, hören Sie zu. Major, beamen Sie sich in die oberen Sektionen von Pylon 2 und eliminieren Sie sämtliche Grigari. Worf, Sie bewachen die Computerkerne. Tun Sie das Nötige. Aye, Sir. Ich übernehme die Erzprozessorsektion und versuche, Obernack aufzuhalten. Wir treffen uns am Labor. Chief, wenn Sie damit fertig sind, unsere Phaser auf Gravitonstrahlen zu rekalibrieren, brauche ich Sie im Operationszentrum. Dex, übernehmen Sie. Aye, Sir.